Centuries ago, a dark creature called Odessa came to our world, enslaving people in every land where she appeared. Vast armies gathered to fight her, but she overcame them all. No one dared to oppose her. Until one day, a brave knight, empowered by magical armaments, managed to stab her. Her spirit was imprisoned in an almanac, which was then hidden in the depths of a cave to be forgotten. Until now. Und hallo und willkommen zurück zu einem neuen Wimbledon-Spiel. Ich spiele The Secret Order 7 Shadow Breach im Englischen oder Der Geheimbund 7 Drohende Schatten im Deutschen in der Sammleredition. Und ich bin immer gespannt. Wir legen mal direkt los. Hier normal, Hauptspiel und los geht's. Nice trip. Sorry to say, but an urgent call came in and we need your help. Your former classmate, Maggie Cook, is working undercover. She informed us that the Dragon Clan has unearthed a powerful magical almanac. They plan to use it for something terrible. There's an artifact related to the almanac in your house. Find it and see what you can figure out. I'll call you back. Okay. Wähle oben eine Anleitungsoption aus. Alle, speziell keine. Ich denke mal, wir kriegen das hin, hoffe ich mal. Ich hoffe, dass nicht bereits abgefahrene neue Konzepte hier drin sind. Mach mal keine. Es ist auf jeden Fall um einiges moderner. Es sieht echt schön aus, muss ich zugeben. Da sind Cuttermesser, das nehmen wir mit. Das ist ja. Das hier ist ein. Oh, das ist ein Sammeldingen. Das sieht aus, als können wir das gleich gebrauchen. Das nehmen wir gleich mit. Sie ist so süß, ich will sie nicht aufwecken. Das ist also unser neues Haus und da steht schon mal ein Bulli. Das ist aber bestimmt nicht unser Bulli, glaube ich, ne? Weil wir sind ja mit dem Sportwagen hier angekommen. Keine Zeit zum Ausruhen. Wir haben auch keine Zeit zum Ausruhen, ne? Jetzt haben wir endlich mal was Neues hier. So eine Mischung aus modern und alt, ne? Hier, da ist ein bisschen älter, hier ist ein bisschen moderner. Da ist ein Chamäleon-Objekt. Die haben wir also auch wieder. Das wird spaßig, die wieder zu finden. Na gut, dann gucken wir mal die Post nach. Wir haben ja sonst nichts mehr hier, ne? Wir haben ja also diese, ich weiß nicht, Schriftrollen hätte ich beinahe gesagt und dann Chamäleon-Objekte. Das kann ja heiter werden. Was haben wir denn hier? Das ist wirklich eine Art Orden des Greifs. Was? Eine Art Orden des Greifs? Liebe Sarah, du hast in letzter Zeit einige unglaubliche Dinge erreicht, indem du das vergrabene Königreich erkundet und die Handlung des Drachenclans für die Blume des Lebens gefilmt hast. Unser Orden arbeitet hart daran, dass friedlichere Zeiten vor uns liegen. Ich hoffe, dass du dich erholen und ein neues Leben in diesem neuen Zuhause beginnen kannst, Alex. Naja, wir haben gerade den Anruf gekriegt, dass... Ja, wieder was los ist. Der Drachenclan, der ruht aber auch nicht, ne? Ich habe die Befürchtung, dass wir jemanden altbekannten wiedersehen. Es ist kein Messer, aber es ist wahrscheinlich gut. Bitteschön. Okay. Was haben wir hier? Das ist Autoschlüssel. Oh, wir kriegen doch einen Bulli. Oh, okay. Ein Wimmelbild. Ein Schild haben wir gekriegt. Das könnte vielleicht noch nützlich werden. Das gehört bestimmt dahin, oder? Der Gründer des Greiforordens sollte niemals mangelhaft ausgerüstet sein. Okay, Luxan heißt der Gründer. Ich hoffe, das wird nicht abgefragt. Okay, dann haben wir ein Wimmelbild. Dann geht's wieder los. Das gute alte Wimmelbild. Ein Eisvogel, Violine, Schuhe. Ich sehe erstmal gar nichts, das ist gut. Gläser, Mond, Sterne, da ist der Mond. Sterne, das hier ist Stern. Ich hoffe nicht noch mehr. Gläser... Gläser, Eisvogel, Violine und Schuhe. Violine? Wo sind denn die Schuhe? Und Gläser müssten zwei sein, mindestens, ne? Die Gläser? Okay, die Gläser. Das sind auf jeden Fall zwei. Ein Eisvogel? Wo ist denn hier ein Eisvogel? Der müsste doch ein bisschen... Ist das ein Eisvogel?
So sieht also ein Ausvogel aus. Okay, gut zu wissen. Schuhe brauchen wir noch. Wo sind denn hier Schuhe? Die müssten doch eigentlich auffallen. Außer wir haben rote Schuhe. Okay. So, jetzt geht's los. Dann sind wir Kronleuchter ist hier. Da fehlt aber noch eine Kerze. Die ist hier. Dann brauchen wir Pegasus. Ist hier. Der ist noch nicht vollständig. Da fehlt noch was. Ein Sattel vielleicht? Oder was fehlt hier? Was ist das? Das ist nix. Du brauchst noch deinen Blitz. Das ist noch Zeiger für die Uhr. Hut Zeus. Der Zeus braucht einen Blitz. Wo ist denn sein Blitz? Hier ist sein Blitz. Da. Da ist Zeus. Pegasus, ein Hut. Hier ist ein Hut, der braucht noch irgendwas. Eine Feder oder sowas vielleicht. Oder eine Schleife? Ich weiß es nicht genau. Das könnte wichtig werden. Ein Band. Können wir das hier drumlegen? Ja, können wir. Okay, das ist der Hut. Pegasus. Das Schwert ist da drin. Da kommen wir nicht dran. Wir brauchen. Oh, hier. End des Fables. Welcher Teil ist das? Kann ich nicht lesen. Frozen Pass, der zweite Teil müsste das sein. Den habe ich auch gespielt. Falls ihr noch nicht gesehen habt, könnt ihr mal anschauen. Pegasus. Was ist das hier? Das kommt dahin. Jetzt kommen wir das Schwert ran. Ja, jetzt mal das Schwert, aber Pegasus haben wir noch nicht geholfen. Was braucht er denn? Er ist fast bereit zum Fliegen. Achso, du brauchst deine Flügel. Okay, das macht Sinn. Ist ja ein Pegasus. Bin ja auch doof. Okay. Jetzt haben wir ein Schwert. Okay, jetzt hast du Schwert und Schwert. Schwert und Schild. Nice. Okay, das können wir dir dann in der Hand drücken. Hier, bitteschön. Oh, stop! Oh oh. Was für ein Armband ist das? Ich kann es nicht abnehmen. The sensors detected a huge discharge of energy from your house. Did you find the bracelet? Find a way to activate it. It could help Maggie prevent a disaster. Her brother Darren is headed your way with something that could help. He should be there any minute now. Wusste er etwa, was passiert? Das kommt auch sehr bekannt vor. Aus Endless Fables 1. Das Armband des Minotauren. Nee, das Minotauren nicht das. Oh, wie hießen die nochmal? Nofotet? Nein. Ich hab den Namen vergessen. Irgendwas mit N, oder? Ich hab's vergessen. Das gibt's doch nicht. Naja, ich sag mal so, wenn ihr das rausfinden wollt, könnt ihr ja nochmal in den ersten Teil reingucken. Ich hab's leider vergessen, das gibt's nicht. Die Katze sieht so erschreckt aus. Na, alles in Ordnung mit dir? Psst, Azur, es ist alles in Ordnung. Wie kann ich sie beruhigen? Du hast da noch auf jeden Fall irgendwas, was ich vielleicht nehmen könnte. Beruhigen. Spielzeug. Mit einem Spielzeug kann ich dich beruhigen. Da ist noch was. Eine hübsche Blume sollte diesen Deckel vervollständigen. Komm, hier, dein Spielzeug. Okay, jetzt bist du nicht mehr sauer. Dann nehme ich das mal mit. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich das brauche. Ein Amethystherz. Azur heißt du. Okay. Das kommt bestimmt da rein. Nee, passt nicht. Okay, das nehmen wir mit. Kompass ist immer gut. Azur. Azur ist der Schlüssel. Okay. Ein spezielles Halsband für eine spezielle Katze. Okay. Ja, da hängt noch was hier. Das sieht... Nee, wir brauchen den Rahmen, ne? Wo ist denn der Rahmen? Der Rahmen der ganzen Geschichte ist irgendwo versteckt. Ich weiß nur noch nicht genau wo. Da ist nichts. Das ist nicht die beste Zeit zum Auspacken. Okay. Das ist also doch unser Bulli. Das heißt, der wurde hier schon hingefahren und wir müssen ihn ausladen. Tja, ist hier noch mehr? Da fehlt noch was. Hm, da ist ein Herzchen drauf. Du hast das Spielzeug. Tja. Da kommen wir nicht ran, weil das... Was? Das geht auf, wenn wir das machen. Das ist eine einzigartige Form. Wir können das Herz aber nicht einsetzen. Wir brauchen erst den Rahmen. Ich bin doch doof. Das hier können wir noch mitnehmen. Es ist doch direkt vor unserer Nase. Okay, dann setzen wir das ein. Das würde ich passen, wenn ich den Rahmen nicht öffne. Okay. Nice. Okay, jetzt passt es. Jetzt geht die Schublade auf. Okay. Missionseinweisung. Das wird sich hoffentlich nicht selbst zerstören. Maggie Cook, Aufgabe, infiltriere die Ausgrabung des Drachenclans. Nimm an ihren Recherchen teil und finde heraus, was sie suchen.
Ich dachte immer, Maggie würde eine großartige Agentin abgeben. Ich hoffe, sie ist in Sicherheit. Das Interessante ist, das sind alles Bekannte oder... Ja doch, Bekannte eigentlich. Oder Verwandte hier aus... aus unserem... Ja, Bekanntenkreis. Bekannten- und Verwandtenkreis. Die irgendwie immer mit dem Drachenclan zu tun haben. Und wir sitzen immer mit drin. Und müssen das alles gerade biegen. Okay. Die Greifverzierung können wir. Was können wir denn damit machen? Haben wir noch irgendwas, wo wir das einsetzen können? Da oben zum Beispiel. Ich hoffe, das ist keine Zeitmaschine. Oh, gut, dass ich nicht aufgepasst habe. Okay. Ich war gerade ein bisschen ruhiger, musste mich gerade ein bisschen zu konzentrieren, zu versuchen hier. Mann, was ist denn heute los mit meinem Deutsch? Mein Deutsch ist irgendwie kaputt heute. So, gucken wir mal, was ist... Ah, das müssen wir korrigieren. Okay, das muss dahin. Das muss dahin. Das kommt dahin. 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 Heller Geist. Okay. Wir haben jetzt die Symbole, die hier rumfliegen. Okay. Die Frage ist jetzt natürlich... Oh, da hier. Das leuchtet sogar. Magisches Armband. Bleibt das jetzt dran? Werden wir das irgendwann wieder los oder behalten wir das jetzt für immer? Ein magisches Armband könnte mir helfen. Achso, wir müssen jetzt das Armband hier, alles klar. Tochter hat meine Schriftrolle auf, okay. Was? Was? Platziere jeden der Edelsteine auf der Unterseite in den richtigen Schlitz. Die Edelsteine im inneren Kreis sind Mischungen der Farben im äußeren Kreis. Die Edelsteine im inneren Kreis sind Mischungen. Achso, rot und das gibt das. Alles klar. Das muss gelb sein. Das könnte weiß sein. Und das mit blau gibt das. Alex erwähnte, dass Darren kommen würde, um zu helfen. Okay, hi Darren. Oh, du bist mit dem Motorrad angekommen. Warum habe ich dich nicht gehört? Sarah, long time no see. Sorry for the rush, but we need your help with the almanac. Maggie found something terrible at the Dragon's Research Facility, and she could be in danger. This should help us figure out what we're up against. Okay, ich hoffe, ich kann das mitnehmen. Ich habe vergessen, die Schriftrolle einzusammeln. Spezielle Tinte könnte Geheimnisse dieser alten Schriftrolle lösen. Ah, Tinte, hier. To defeat the evil spirit, sacred artifacts were collected from around the world and strengthened with magical rune stones. Okay. Müssen wir die jetzt alle einsammeln, oder was? Müssen wir da drauflegen. Okay, rot sind wir zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, das passt nicht. Blau. Lila. Da ist weiß. Da ist... da ist gelb. Und das gehört da oben hin. Das sind zwei. The Chosen Knight used these artifacts to overcome Odessa. She was sealed inside an almanac. Protected by celestial forces. Okay. Müssen wir die jetzt finden? Celestial forces. Was müssen wir denn jetzt machen? Achso, hier, das sind... Oh, wir können das drehen. Das wusste ich nicht. Okay, das müssen wir dann dahin drehen, oder was? Das ist blau und rot. Dann müsste das ja... Nee, und lila? Ich bin mir nicht sicher. Und das ist... Jetzt muss ich mal gerade gucken.
Das müsste so rum sein. Okay. Das war nämlich, glaube ich, When the great battle was over, the artifacts were separated and hidden all over the world. Okay. Das erinnert mich nämlich an hier die Sailor-Krieger. Ich, ja. Okay, was, wo muss ich denn damit jetzt hin hier? Dies würde ein schönes Banner gehen. Okay, das ist ein Banner. Achso, wir müssen das hier zusammenbasteln. Kriegst du das Schild? Nein, du kriegst das Schild. Du kriegst das Schwert. Okay, dann kriegst du den Ring. Ne, du kriegst den Ring. Du kriegst das Armband. Ach, das wurde jetzt aufgeteilt. Dann kriegst... Das kommt da drauf und das kommt da drauf. Okay. So, the bracelet must be part of the armament used to defeat Odessa. It might help us to stop her from breaking out. But we must act quickly. Maggie left me some clues about how to find the facility. Come on. Okay, Aufgabe komplett, erkunde das Haus. Wir sind gerade angekommen und jetzt müssen wir schon wieder los. Oha. Dann bin ich mal gespannt, denn wenn wir uns mit Darren mal auf den Weg machen, vielleicht fällt mir der Name nochmal ein von End des Fables 1. Die Dame, die ja den Faden da gelassen hat, ne? Der hat sich auch um unseren Arm geschlungen, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich hoffe mal. Aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. Okay, ich würde sagen, wir machen es mit Darren auf den Weg, aber in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!